Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay-Part vom Last Epoch. Jo, let's play. Und ich hatte wieder eine kurze Aufnahme mit gesehen. Es hat einfach viel zu viel Arbeitsspeicher und CPU verbraucht. Habe ich wieder aufgehört, nur diese zwei Monolithen gemacht. Hier ist ein Amulett-Monolithen. Muss ich nicht unbedingt zeigen und nehmen. Ging halt einfach nicht. Der Part war nur 2-3 Minuten lange. Weil beide Monolithen sehr kurz waren. Und jetzt haben wir eine Arena, okay. Squirrel-Modus on. Und alle sind weg. Weg, wie die fliegen. 7 auf einem Streich. Ja, also es ist irgendwie so ein Bug, wenn das Spiel einmal abstürzt, am besten PC neu starten, das Spiel dann wieder neu starten. Dann funktioniert es wieder längere Zeit, aber irgendwie ist alles falsch gekodet. Das macht einfach keinen Spaß, wenn man immer diese dummen Abstürze erfahren muss. Jo, es war einfach zu heiß und das Spiel ist überfordert dann und crasht. Aber es ist nicht immer wegen mehrfach Ausnutzung vom RAM und CPUs. Es ist manchmal auch, weil einfach das Spiel denkt so, ja, ich stürze mal ab. Ich habe hier gerade so eine Art Macke gefunden, ich bin schlecht programmiert. Und diese schlechte Programmierung ist hoffentlich mit dem nächsten Patch gut behoben. Sonst rufe ich die mal an dort in der Türkei. Ich habe schon bei meiner baldigen Kamerafrau, wir sind türkisch gelernt, ich rufe dort an und sage so, alle Makba. Nein, Scherz. Ist natürlich etwas Böses. Ich denke, jeder hat nur noch Scherze ab dem. Das ist natürlich immer wieder berichtet. Das ist eigentlich böse, es ist makaber, weil sie eigentlich auch die Bösen da, Taliban und so sagen. Es ist. Jo, Islamischer Staat. Jo, man sagt ja auch noch das Wort von da einem gewissen Herr, wie heißt der schon wieder da? Ich weiß nicht, wie er heißt. A und hey, H? Genau. Der A und H. Nicht der C und A und nicht der Alter. Sondern der A und H. Meine Güte, muss das von Drago auch noch berichtet werden? Ich denke nicht. Ich habe mit dem nichts im Hut. Und trotzdem höre ich es manchmal einfach so nebenbei, zum Beispiel bei Leon oder bei Lukas. Einfach so nebenbei. Weil die halt einfach ein bisschen TikTok oder so benutzen, ich überhaupt nicht. Ich habe wahrscheinlich erst selber 2 TikTok-Videos angeschaut von Leon. Ich bin überhaupt nicht in TikTok drin. Das ist mir viel zu schnelllebig und zu schlecht. Es ist ja keine Qualität, es sind nur die ganze der Quantitätssachen, die überhaupt nicht interessant sind. Außer die Nazi-Katzen, die waren lustig. Das war eines von diesen 2 Videos, TikTok-Posts, die ich mit Leon angeschaut habe. Ja, nicht, das waren schon mehr als 2. Wir nehmen das gleiche Thema. Aber irgendwie macht das den Jüngeren noch Spaß. Wir haben Last Epoch TikToks, muss ich vielleicht auch mal noch nachschauen, was wird dort berichtet, das sind wahrscheinlich ganz wenig. Jetzt bin ich gerade ein bisschen unterfordert mit dieser Arena, es gibt nicht so viel Schwierigkeiten. Das macht schon Spaß, wie die Squirrels einfach so überhastig sehen und so. Aber das ist jetzt der höchste Schaden, 10.000 jetzt mal. Okay, fertig. 10.000 ist der höchste Schaden, den ich jetzt gerade gesehen habe. Ne, Arena kann ich nicht. Haben wir genug. Mal kurz schauen, ob es hier Items gibt. Oh, ein Gürtel. Ja, im letzten Part haben wir diese Keule gefunden. Im ersten von 3 ganz oben Monolithen. Das ist die 2. ganz oben Monolith. Und dort, ja, dann müssen wir eigentlich nur noch der Last Ruin heißt es, glaube ich, oder? Wie heißt der letzte? Ich
glaube schon. Dann müssen wir bald noch zu Fall of the Empire und dort einfach über Corruption freispielen. Wenn wir die drei gemacht haben, oben haben wir über Corruption freigespielt, denke ich mal. Schon. Und ja, dann müssen wir noch eigentlich Temporal Sanctum auch schaffen, ohne Absturz. Das wird schon gehen. Ja, mal gucken. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass wir so weit sind. Wir sind in 3 Jahren, also hat noch nicht so viel erreicht wie andere in ein paar Monaten, aber ich bin ja nicht echt so mega am Spielen. Ich spiele viel zu wenig, so wie ich die zeitintensive Spiele. Weil ich auch in Pass of Exile sehr viel Zeit investieren muss. Geht ja, ja Roleplay selber und so. Aber ich habe zu wenig Zeit für Hack and Slays. Aber dafür mache ich es auch sehr gerne und bin einfach nicht sehr erfolgreich wie andere. Jeden Tag so 20 Stunden spielen. Bisschen übertrieben, aber es gibt wirklich Livestreamer, die nur spielen, nur ein einziges Spiel spielen und das so mega intensiv. Könnte ich ja auch machen. Ja, aber ich habe ja ein Sportleben und also ein bisschen Vloggerleben. Und das muss ich natürlich noch auf die Kamera verbannen. Trotzdem kann ich die Spiele natürlich auch sehr gut genießen, wenn ich nicht so viel spiele und so. Aber wenn ich natürlich mit den Videos auch Erfolg habe, kann ich trotzdem recht lange noch live streamen und euch gefällt es wahrscheinlich besser dann auch noch, mir schaut dann länger zu und so. Aber das ist noch ein bisschen in weiter Entfernung. Ja. Mal gucken. Also manche Gegner machen recht viel Schaden an uns, aber so diese Mega-Gegner sind nicht mehr so da, dass das clear ist, nicht wie viel Schaden bekommen. Wir haben jetzt auch nicht die Balken an, ich muss nicht so schauen, ob die das clear ist, die Leben haben oder die Gegner. Sieht so besser aus ohne Balken, oder? Also es schreibt einfach diese Sachen, die euch vielleicht auffallen, nicht so toll sind. Einfach in die Kommentare, wollt ihr mehr Übersicht auf die Gegner, wie viele Leben sie haben oder auf die Minions oder wollt ihr Smoothes? Die Sachen rechts kann man auch nicht ausstellen. Ich kann schon so spielen. Aber nicht so, ja, übersichtlich, oder? Ich spiele so. Das ist meine Herausforderung. Ich muss gar nichts sehen. Lieber nicht. Sonst bin ich dann plötzlich tot. Oder mit Balken, aber dafür keinen Hardtop. Dann sind die Balken, glaube ich, auch weg. Lohnt sich nicht. Aber irgendwie level ich auch wieder besser, oder? Also ich habe jetzt schon wieder die Hälfte eines Levels gekriegt. Ja, ich denke schon, die Gegner geben mehr Erfahrung in diesem Monolithen-Level. Das ist ja 90, Level 90 und wir sind... Also die Gegner sind Level 90 und wir sind Level 80. Okay, das ist ja interessant. 10 Level höher. Und trotzdem sind sie so schnell da. Hä? Aber was soll das denn? Das ist, glaube ich, Frostbite, gell? Wenn man im Wirbel steht, dann hat man immer weniger Cold-Resistenz. Da bekommt man auch immer mehr Schaden, oder wenn man im Gürtel Wirbel bleibt. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich mich sehr in Galaxie und also in den Weltraum interessiere, viele Videos schaue auf YouTube über Weltraum. Und da habe ich auch einen Kollegen, der gute Videos macht. Aber ich weiß den Namen nicht. Chikis den das. Ist ein sehr ja, erfahrener Mensch. Natürlich eben die neuesten News machen. Warte kurz, das muss ich euch kurz zeigen. Ne, nicht Vortec, aber das ist so meine Lebensversicherung, dass mein PC nicht verglüht. Wo ist es? Chikis Kosmos, Sterne und Universum. Das ist mein Kollege, also wir kennen uns jetzt nicht so gut vom Schreiben oder alles, sondern einfach, wir haben uns gegenseitig ein bisschen unterstützt damals. Und das war's. Ja. Aber ich schaue seine Videos zur Unterstützung. Er schaut wahrscheinlich meine Videos nicht. Kann aber sein.
Ich habe im letzten Part 3 Likes bekommen, also habe ich ja, 3 von euch auch sehr gerne Zuschauer da. Meldet euch mal in einem der Videos, was ihr so seid, die liked. Ja, würde mich mal interessieren, wer das ist. Und ich bekomme eigentlich gar nie mehr Dislikes über, das ist auch ein gutes Zeichen dafür. Will ich auch so lassen natürlich, also ich will damit nicht angeben oder sonst irgendwas. Aber ich bin eigentlich ein Let's Player, der nie viele Dislikes hat. Sie werden ja sowieso nicht angezeigt für euch. Also es bringt euch nichts, ob ihr disliked oder liked. Aber mehr schon, oder? Auch ein Dislike bringt mir natürlich nicht. Nur habe ich sie. Und Likes habe ich jetzt auch nicht übertrieben viel. Das jetzt mal ein bisschen anzusprechen wieder mal. Ja, geht mir schon gut auf YouTube und auch auf Twitch. Aber Twitch bin ich ja jetzt gerade nicht aktiv. Und dort habe ich ja noch weniger Zuschauer gehabt. Das ist jetzt einfach momentan noch schwieriger geworden gehabt, ohne Werbung Videos zu machen. Und wenig über Likes oder Dislikes oder Kommentare. Aber schön, also ja, ich werde weiterhin natürlich auch Last Epoch zeigen. Ich werde viele Livestreams machen, wenn ich den Monitor wieder habe. Einen zweiten Monitor wieder habe. Und ja, wenn man kein Interesse hat, müsste mich natürlich nicht unbedingt unterstützen. Ohne Interesse lohnt sich ja auch nicht so sehr. Ich dürfte es gerne. Aber ihr wisst ja. Ich werde wahrscheinlich nie viel Geld verdienen und alles mögliche, weil ich keine Werbung schalten werde und mache. Aber ja, es geht ja ohne Werbung. Ohne Problem. Ich werde auch nie Werbung anschalten. Und Mitglied sowieso nicht. Was ist Mitglied eigentlich? Das bringt euch doch ja gar nichts. Den anderen Videohersteller Mitglied zu gönnen oder so. Was ist das? Boah, wie schnell der Boss da war. Dieser Schaden, ey. Das ist ja unglaublich. Und dann haben wir noch Items, die vielen Schaden erhöhen, die wir noch nicht gefunden haben. Stell euch das mal vor. Ist das nicht ein bisschen langweilig? Yes. Das ist jetzt schon ein bisschen unfair für die Gegner. Nee, es macht schon Spaß, oder? Also ich müsste sagen, komm, spiel einen anderen Beat. Ah, dann ist es ja auch nicht... Wir wollen jetzt erstmal alles auch anschauen, oder? Dafür haben wir jetzt einen overpowered Beat. Und dann machen wir einen anderen Beat, der vielleicht auch sehr viel mehr Spaß macht. Oder gönnt mir einfach vielleicht einen, der nicht overpowered ist, aber doch weit kommt auch, weil er defensiv auch ist und so. Und es euch Spaß macht zuzuschauen. Einfach ein bisschen mir helfen und es geht dann viel besser. Oder halt auch so ahnungslos sein. Und einfach die Gameplay-Videos schauen. Aber zwinge euch nicht, also ich sage nicht, dass ihr es unbedingt schauen müsst oder zwingend. Ich will ja euch nicht überfordern oder einfach demotivieren damit. Sondern ich sage einfach, ja, das, was euch Spaß macht, schaut es euch. Und das, was euch nicht Spaß macht, könnt ihr überspringen oder jemand anders schauen oder weniger Videos schauen auf YouTube. Weiß es doch nicht, was es euch besser geht, dann wenn es euch langweilt. Ja, am besten immer so ein bisschen. Oder mir sagen, was ihr unbedingt sehen wollt und damit ihr auch bei mir noch mehr Spaß habt. Genau. Einfach ein bisschen Anerkennung zeigen und es wird euch auch viel besser gehen. Bei mir. Ich bin einer, der immer gerne viel arbeitet und mehr Kommentare und eben solche Sachen auch übernimmt, oder? Ich kenne mich halt echt nicht so gut aus, weil ich auch keine Tutorials lese und schaue. Kann mir gerne jemand technisch im Rücken und mich unterstützen und es gibt dann auch viel bessere Videos oder schlechtere Videos. Aber es ist ja ein Let's Play, ich schneide nicht, nur wenn das Spiel abstürzt ist, hat ein Schnitt drin wegen einem neuen Part oder so. Aber ja, immer noch das alte Let's Play, was die Leute so lieben. Aber einfach nicht mehr in ist, das machen nicht mehr viele. Und ja, wenn ich wirklich jemand habe, der vielleicht auch schneiden könnte oder so, kann ich auch so Schnitte machen immer zwischendurch. Aber die Programme, die stürzen auch relativ schnell ab oder sind überfordert mit Schneiden.
weil die Videoqualität bei mir sowieso eigentlich übertrieben gut ist. Wie ihr denke ich seht, aber dafür müsst ihr natürlich schon Full HD einstellen. 60 FPS. Das wirklich sehr gut ist. Und 4K-Videos kann ich auch machen mit dem neuen Monitor. Aber der da, der Monitor hier, unterstützt kein Ultra HD. Jo, schade. Der mit 4K, der ist kaputt gegangen. Der bekommt keinen Strom mehr. Der ist immer noch eher in meinem Zimmer. Der bekommt keinen Strom mehr. Das Kabel ist wahrscheinlich kaputt. Diese Stecker drinnen in der Ende von der Steckdose. Dem Kabel. Was in den Strom reingeht, oder? Das ist kaputt wahrscheinlich. Ein neues Kabel könnte ich jetzt eigentlich auch. Kurz. Das ist ein anderes Kabel, ich kann das gar nicht holen, aber ich könnte vielleicht den Monitor doch noch zum Laufen bringen. Aber ich kann auf dem Schreibtisch oder so nicht mehr einen dritten Monitor hinstellen. Wie groß muss ein Schreibtisch sein für so 34 Zoll Monitor oder 3? Boah, das muss ja mega groß sein. Das muss ja mega viel Platz brauchen. Oh, ja, jemand muss mir mal ein bisschen helfen, weil ich Ahnung hat von solchen Bildschirmen und Programmen zum Schneiden. Ja, man ist halt einfach irgendwo am anderen Ende der Warteschlange ganz gut im Livestream. Die haben immer diesen Luxus im Hintergrund. Die zeigen ihn auch nicht und so. Das ist echt schade, dass das niemand machen will. Ja, aber scheinbar reicht es euch. Also dürft gerne Kommentare schreiben, damit ich noch ein bisschen besser werden kann. Hilfe gebrauchen kann immer. Ah, hallo Auge! Ist das ein Auge oder ist das ein... Nein, das ist kein Auge. Irgendein Konstrukt, das keinen Sinn macht. Ist das eine Drohne? Ist das ein Raumschiff? Sammeln Tornatoten, sehr gut. Minenhelfrecken, warum nicht? Ah, Tönt. Gut. Es werden immer wieder Posts gemacht. Bitte macht das mal automatisch vom Boden dort rein tun und so. Aber es wird einfach nicht gemacht. Oh, also da werde ich vielleicht sogar ein bisschen sterben. Ich mache jetzt mal ein bisschen komplettere Echos, weil ich muss ja eher den Boss triggern. Bei Mission fertig und so machen. Hier sind so, so viele Gegner, aber auch Blitzgegner. Das heißt, dann ein paar Schaden machen mehr Schaden. Das muss schwieriger sein. Aber 50% mehr Elemental Damage ist schon sehr schwer. Eine starke Steigerung. Hier sind viele von diesen Blitzspinnen. Die sind mir ein bisschen zu schnell. Würde mehr Sinn machen, wenn die nicht so schnell casten könnten. Hä? Wieso sind starke Angriffe einfach schneller manchmal als sehr schwache Angriffe? Macht das keinen Sinn. Das ist kein Ballonsinn. Ich würde mit meinem Ballonsinn, dass ich alles besser machen kann. Ja, vielleicht einfach mal ein Spiel mehr entwickeln, oder? Ja, ich werde echt mal livestreamen, also wenn ich die Livestream werde, einfach Spiel entwickeln. Und dann immer wieder am Abend, wenn ihr am meisten Zeit habt, hoffentlich oder so, dann einfach Last Epoch spielen. Jo, mal schauen, was ihr wollt. Ich will immer so frei wie möglich für euch da sein. Sein oranges Item. Ja, es lohnt sich nicht. Minion Health. Komm. Ich hab doch schon das Lager vor. Was soll ich denn noch mitnehmen können? Ja, die Gegner sind echt übertrieben stark vom Angriff. Und dafür sind sie auch schnell. Und wieder fliegen. Hüpfen, hüpfen. Hüpf, hüpf. Ah, der Baum, ich habe doch gesagt, das ist der Endboss von diesem... Nein, es ist wahrscheinlich irgendwie so ein Eisdrache. Nein, es ist ja der Emperor of Corps, aber der ist nekrotik gewesen, oder?
Oder der Hauch ist Eis gewesen, oder? Was er so schnell besiegt hat, dass Coldbein-Druide. Ist Druide gar nicht mehr so zäh, oder wieso bin ich da immer so schnell gestorben? Oder der Max Coldress. Vielleicht war es eben nicht nur Coldress ist, sondern auch ein Krawut oder so. Also genau in Last Epoch gibt es manchmal schon Angriffe, die wirklich mehrere Elemente haben. Wie schnell der da noch? Der ist ja bekannt am Anfang vom ersten, also im ersten Attack, also recht zäh ist zum Besiegen. Zu früh. Falls es fällt, also nicht mehr weiter. Aber den Schrein brauchen wir noch. Was machst du eigentlich? Jetzt hast du aufgehört. Irgendwie so ein Kopf, so als würde er so eine, so eine Hängepuppe da. Mit der Kette. Okay, sollen wir den einsetzen mal ein bisschen? Wie viel hat du? Du hast nur 12 Wafers, Will? Ich werde nachher ein bisschen grinden, damit ich vielleicht noch ein Item finde bei Fall of the Empire wahrscheinlich oder so. Und dann dort. Einfach diesen hochleveln auf Level 2, vielleicht oder bessere werde. Vielleicht auch Frenzy Toten. Das brauche ich aber auch mehr. In mehr Wafers Potential. Ich freue mich so riesig auf Pass of Exile neue Season. Nein, hier ist es in der Arena. Also eine Arena-Prüfung. Wird sicher besser sein als die letzten drei. Die Gegner, Grinding Gear Games Entwickler, haben sich jetzt diese Season wieder viel mehr Mühe. Das ist wahrscheinlich schon extrem am Path of Exile 2 entwickeln gewesen. Die letzten Seasons ein bisschen im Stich gelassen. Deshalb freue ich mich umso mehr wieder auf eine neue, gute Season, die auch balanciert ist, hoffentlich. Wahrscheinlich mit mir leider. Diese Spires töten. Zerstören. Können wir die nicht. Weil sie nicht leben. Weil sie automatisch. Das sind halt so Bots. Schöne Bots. Ja, scheinbar wurde in letzter Zeit wieder sehr viel gehackt und einfach geleakt und so. Keine Ahnung, was die Leute immer so gerne Illegales machen, aber ich habe gesehen, Illegales ist auch nicht. Ich habe nichts, ich fühle mich nicht cool, wenn ich etwas Illegales mache. Ich möchte die Leute, die Menschen unterstützen. Nicht zerstören oder so. Aber Menschen sind manchmal arme Teufelchen. Arme Menschen. So bemitleidenswert, dass sie böse Sachen machen müssen. Ganz traurig, diese Welt. Und dafür hat man selber natürlich viel mehr Spaß ab Dingen, die nicht illegal sind. Yes. Nicht irgendjemand Schaden tut. Schon immer noch. Das Sentimental bildet sich gar nicht mehr. Chance to Chill ist auch gut. Ja, jetzt habe ich nicht voll gemacht, natürlich, da der Balken. Wo ist er? Oh, also, stark sehen die Squirrel schon, aber manchmal sind sie auch ein bisschen zu wenig Zähne. Einführen ist immer toll. Was ist immer einführen? Also das ist 100% einführen. Nur sehr lange cool. So, weil wir hier am Anfang von Akt 7 sind, weil ich ja euch zuerst durch muss, damit wir den Balken hier unten, hier ist der Balken, angezeigt, machen müssen. Können. Gut, gehen wir hier oben zuerst wieder was nehmen. Ja, was bist du? Elemental Damage. Ja, wegen Blitz noch dazu, ja. Nehmen wir den mit.
Squeaky Wheel Modus. Es gibt eine Superheldin, die hat irgendwie so einen Fuchsschwanz auch sich selber irgendwie angepflanzt oder so. Die einfach so Eidech. Squirrels Eich, Hörnchen. Irgendwie beschwören kann. Ist nicht bei Marvel. Oh, na, doch, sie ist bei Marvel. Ja. Sie ist einfach noch nicht da im Kino-Universum. Marvel Cinematic Universe. Aber die kommt sicher irgendwann bald. Wie können sie die umsetzen? Das ist nicht irgendwie peinlich oder so. Das ist schon so eine kleine Jugendliche. Ist sie nicht einer von den Young Avengers? Nein, too slow. Zu wenige Information. Da ist er! Müssen wir die besiegen, die ihr seht, Spellings? Ja. Da ist eine. 120 Dodge Rating, nö. Irgendwie Dodge Rating, ja, ist im Spiel manchmal echt komisch, dass man wirklich manchmal gar nicht ausweichen kann und mal irgendwann mal wieder einen und dann sind es drei oder vier hintereinander und dann ist wieder mal nichts los. Dodge Rating ist nicht so random, wie ihr denkt. Das haben die Spiele einfach, dass sie wirklich manchmal echt nicht mehr kritten oder dodgen oder sonst irgendwas. Diese Zufallsprinzipien, die funktionieren einfach nicht richtig in den Spielen. Das ist dann wirklich echt lange, dann nicht gedodged oder gekühlt wird. Hallo, mein Opa! Sind das auch Roboter? Ja, sie sind einfach von diesem Magma angetrieben oder so. Sind eigentlich schon Roboter. Ja, könnte ich vielleicht auch gebrauchen. Mein Gott, mein Inventar ist schon wieder voll. Ja, jetzt sind wir halt wirklich weit im Spiel. Wo? Ich sterbe. Nein, wir müssen noch ein bisschen weiter. Aber ich möchte hier. Der Armor Shed, das ist wichtig. Hallo. Kriegst du mehr Schaden mit diesem Armor Shed? Also, nächstes Video vom Temporal Sanctum, aber ich tue zuvor noch ein bisschen grinden. Und morgen Abend habe ich wahrscheinlich, ja doch, morgen Abend habe ich noch Zeit zum Aufnehmen, aber übermorgen Abend ist 1. August und dann bin ich halt einfach nicht aktiv, dann bin ich mit den Feuerwerken anschauen. Oder sonst habt ihr einfach Feuerwerk in Sounds im Video. Das ist eigentlich so gut. Und halt mitten in der Stadt vor der Stadt Basel. Das ist der einzige Ort, was man wirklich sagt hier in der Region. Das ist die Stadt vor der Stadt in Basel. In Zürich hat man halt mehr Städte noch ringsum. Zürich hat auch noch ein Wachstumpotenzial, wo Basel einfach wegen den Landesgrenzen Deutschland und Frankreich kein Platz mehr ist, oder? Außer wir kaufen Land aus Schweiz, also die Schweiz kauft Land dort von Frankreich und Deutschland weg. Also Lörrach würde auch gerne in der Schweiz gut aussehen und tun, Weil am Rhein und so. Okay, ein paar Gegner habe ich irgendwie nicht getroffen. Der Balken ist nicht vorbei. Komm, wo waren denn die? Am Anfang waren wir auch schon wieder. Vielleicht ganz auf der Seite am Anfang, aber da war ich ja. Eigentlich auch, oder? Irgendwo nichts da, nichts dort. Schade, dass es hier nicht so Minion-Sachen gibt. Brauchen wir auch nicht. So. 29 Minuten. Also, dann machen wir diesen The Age of Winter Echo. Dann einfach nach dem Temporal Sanctum. Part. Und ich gehe zu voll auf Empire. Das muss ich mal kurz mit euch noch anschauen, wo das ist. Oder warte kurz, das müssen wir noch mal ein bisschen dran kommen. Wir brauchen nicht den Gürtel, wir brauchen Schulras Path. The Age of Winter, das werden wir machen. Okay.
Wir brauchen den Gürtel, der ist voll auf Temper, okay. Und da ist Gürtel, Unico Set Belt, echt was. Also mache ich dort mal kurz einen Grind. 1, 2 Stunden habe ich noch Zeit heute, also bis ich schlafe. Jo, und wünsche euch eine schöne Pause von mir. Egal wie lange. Ja, ich zeige ja auch Videos, die euch hoffentlich interessieren und dürft gerne ein bisschen mehr schauen. Also ich habe nichts gegen. Ich bin ja ein Freier, also ich bin nicht von euch mega abhängig, oder? Und ich will euch nicht zu nichts zwingen, aber wäre natürlich schon cool. Ja, ich Drago Basel bin einer der ersten Let's Player damals gewesen. Ich habe schon Gameplay-Videos ohne Reden schon viel früher aufgenommen. Ich bin eigentlich seit 2006 das erste, glaube ich, im Oktober, ne? Noch früher, aber ich bin halt schon lange am Video machen. Also einer der ersten gewesen, die wirklich auch Gameplay-Videos gebraucht haben. Let's Plays gemacht hat, die ersten. Und würde mich schon auf ein bisschen mehr Erfolg mal freuen. Aber das ist eure Sache, nicht meine Sache. Und ja, ich bedanke mich, euer Drago Basler. Ich wünsche euch einen schönen Tag und mehrere Tage bis am Ende des Lebens. Eine tolle Zeit. Freut euch und ich werde natürlich, umso mehr Erfolg ich habe, zum Beispiel im Fußball oder als Let's Play und Livestreamer, natürlich umso mehr den Menschen gut tun. Ich kann das. Ohne dass ich zu Schaden bekomme. Ich bin so von den Krankheiten schon zerstört. Und dann kann ich natürlich auch euch alles geben, ohne dass es mich noch mehr schadet. Ja, muss halt so sein. Ja. Es wird ja vom Leben einfach so entschieden. Aber dafür habe ich wahrscheinlich viel mehr Vakuum und kann viel mehr Gutes tun. Ja, euer Drago Basler sagt Tschüssi, bis zum nächsten Part oder Livestream. Und ja, Vlogs kommen dann noch und ein bisschen mehr Rollenspiel. Vielleicht auch noch ein Minecraft-Projekt und so weiter. Das werden wir dann sehen. Ich bin noch dran. Und andere Spiele, zum Beispiel Transport Fever 2 und so. Gut, jetzt aufhören. Tschüss und ja, bis demnächst hoffentlich. Gute Nacht und oder guten Tag. Egal, was für eine Uhrzeit ist. Für mich ist es gute Nacht. Tschüss.